Hey und willkommen auf meinem Kanal, Marcel Davis. Erstmal. Und zwar habe ich einen kleinen Einspieler, damit ihr wisst, was in dem Video geht. Nur damit ihr Bescheid wisst, der Einspieler ist schon früh aufgenommen worden. Deswegen höre ich mich auch ein bisschen anders an, weil ich halt erkrankt bin und meine Stimme noch ein bisschen betroffen ist dadurch. Aber reden wir nicht lange um den heißen Brei rum. Ich würde sagen, schauen wir gleich rein. Bis dann. Hey und willkommen auf meinem Kanal, Marcel Davis. Erstmal. Und zwar geht es heute ein neues Video, wie ihr seht. Ja, weil mich viele Leute angesprochen haben, was ich für ein Programm benutze und ob ich ein Programm weiß, was anfängerfreundlich ist. Habe ich mal schon mal nachgedacht und so, was es für Programme gibt und so. Und wie Zufall es will, habe ich eine E-Mail bekommen, und zwar von Minitool. Die machen einen Movie Maker, haben mich halt gefragt, ob ich nicht das Programm testen möchte. Ich so, ja klar, können wir gerne machen. Sie haben mir den Programm Key zur Verfügung gestellt, somit sponsern sie das heutige Video. Ich würde sagen, schauen wir uns jetzt den Movie Maker mal an. Und ich würde sagen, bis dann, Leute. So, Leute, jetzt sind wir wieder im Movie Maker. Nur damit ihr Bescheid wisst, das Anfangsintro, das war das, was man bekommt, wenn man den Movie Maker öffnet. So, Leute, jetzt kommen wir zu einem Bereich, was den Leuten gefallen wird, die was es ja schnell, einfach haben wollen. Oder diese, weil sie noch nicht so mit dem Videoschnitt und so komplett drin sind. Und zwar Templates. Das sind zum Beispiel so vorgefertigte Sachen wie Fotoalbum oder auch viele andere Videos, Universum oder Travel. Ihr habt wirklich coole Möglichkeiten damit, weil ihr das einfach kinderleicht ist und viel Möglichkeiten damit habt. Weil ihr müsst einfach nur Bilder einfügen und Movie Maker packt euch das dann cool in ein Video. Also, so, jetzt gibt es einen kleinen Zeitraffer, damit ihr genau seht, was ich mache. Und ich würde sagen, let's go. Falls ihr euch fragt, warum es noch unscharf ist, das Video, ist deswegen, damit ihr nicht erkennt, was vielleicht für neue Projekte oder was in der Zukunft kommen wird. Deswegen. So, Leute, ich habe jetzt meine Bilder rausgesucht und nochmal reingezogen ins Programm. Ja, ich habe mir mal ein paar Thumbnails von meinen alten Videos rausgesucht und die mal reingepackt ins Programm, wie ihr schon seht. Man kann auch die Titel ändern, zum Beispiel, wo das Fotoalbum steht, könnt ihr den ändern und das reinschreiben, was ihr wollt. Nach dem kleinen Cut gerade zeige ich euch jetzt einmal das Endprodukt. So, Leute, könnt ihr jetzt so ein bisschen den Text und den Stil verändern und wenn es euch dann passt, könnt ihr auf Exportieren klicken, ja. Dann könnt ihr die Qualität, die Datei, von welcher Datei das sein soll und so auswählen. Wir können auch einstellen, für welches Handy es passen soll. Und ja, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Thema und ich zeige euch noch was. Für die, was es anspruchsvoller haben wollen oder schon weiter in der Materie drin sind im Videoschnellprogramm, können auch diesen Modus ohne Template nutzen. Da, wie ich es schon gemacht habe, ziehe ich gerade meine ganzen Thumbnails mal unten in die Hotbar. Nachdem du das gemacht hast, können wir zu den Übergängen weitergehen. Da gibt es einige Variationen und für die Auswahl gibt es auch noch. Wie zum Beispiel einfache und schöne Übergänge, die also einfach simpel sind. Vom Zoom bis zum Formen, da gibt es wirklich coole Übergänge. Oder auch Lichtübergänge oder Camouflageübergänge. Also alles, was das Herz begehrt, ist da drinnen. Also ist da wirklich für jeden was dabei. Für die Leute, die was bunter haben wollen, ist das genau das Richtige. Weil mit Filtern oder besser gesagt Effekten, so wirklich schöne Farben ändern und so. Also kann man damit viele schöne Videos machen, ganz klar. Und für die, die es auch ein bisschen dunkler mögen, gibt es auch ein paar Effekte. Also keine Angst, es gibt für euch auch Effekte. Dazu gibt es noch andere coole Effekte, wie zum Beispiel den The Walking Dead Filter oder das Star Wars Filter. Das sind nur zwei Namen von vielen coolen Filtern, die ihr alle benutzen könnt mit Minitool Movie Maker. Jetzt werden sich die freuen, was Buchstaben feiern. Da willkommen zu den Texten, wo es auch so viele coole Texte gibt, wie zum Beispiel auch Titelintros, was man einfach in sein Video einfügen kann, bearbeiten kann, wie man möchte. Und das, was wir alle aus dem Kino kennen, ist im Filmora auch. Und zwar die Abspannschrift. Mit der hast du die Möglichkeit, einen Abspann wie im Kino zu gestalten und andere weitere coole Schriftarten. Oder wie schon angesprochen, das Intro mit Text. Also kannst du wirklich coole Intros machen, mit Text einfügen, Farbe verändern, Buchstaben, Dicke, Breite, Größe, also da geht alles, was das Herz wirklich sich wünscht. So nebenbei bewegen könnt ihr eure Bilder auch mit den richtig coolen Bewegungsfiltern vom Movie Maker. Also
könnt ihr auch wirklich schön langsam also ein Bild von unten nach oben bewegt oder nach rechts, nach links oder wie ihr halt wollt. So Leute, jetzt möchte ich euch noch ein Fazit geben und dann noch eine Kleinigkeit dazu sagen. Also bis gleich. So Leute, ich finde halt einfach, dass der Minimal Tool Movie Maker auch sehr für Einsteiger und Anfänger geeignet ist, weil das Programm halt einfach und gut zu bedienen ist. Und zudem haben sie viele Übergänge, Textarten, Elemente, Sticker oder Aufkleber oder 50 plus Effekte, also über 50 Effekte ist auch cool. Mit viel Kreativität lassen sich auch wirkliche Meisterwerke machen. Also vertraut mir, glaubt mir, probiert auch mal selber den Movie Maker aus. Außerdem haben sie einen 24/7 Kundensupport und eine 30-Tage Geld-Zurück-Garantie. Also, auf was wartest du? Vertrau auch du, Minitool Movie Maker. Kommt zu den 150 Millionen, die was Minitool Movie Maker schon vertrauen. So Leute, jetzt will ich noch kurz vor Ende ein paar persönliche Worte sagen. Also hört gut zu. Leute, ich wollte mich nochmal bei Minitool Movie Maker bedanken. Und zwar, dass sie mir die Möglichkeit geben, euch das Produkt, den Movie Maker von ihnen vorzustellen. Da wollte ich nochmal herzlich danken, Minitool, was ihr mir zur Verfügung gestellt habt. Und sagen, ciao, Leute.